Hallo und herzlich willkommen bei Driving Times. Wir sind heute in Osnabrück, genauer gesagt bei Volkswagen in Osnabrück, und wir schauen uns heute die Automobilsammlung der ehemaligen Karmann-Werke an. Kommt mit! So, wir stehen hier in den heiligen Hallen der Karmann-Sammlung. Es ist der Showroom. Und viele Derivate stehen hier. Die Karmann-Werke waren bekannt für ihre Cabriolet-Technik. Das T-Roc Cabrio wird unweit von hier in den Werkhallen produziert. Und wir werfen jetzt mal einen kleinen Blick in die Sammlung und schauen dann einfach mal, was hier für kleine, feine Schätze rumstehen. Hier haben wir zum Beispiel ein Golf 1 Cabriolet aus dem Jahr 1993. Es liegt daran, dass es vom Golf 2 kein Cabrio gegeben hat. Und die Frage wird uns nachher auch der Marcel Leifer beantworten. Und hier zu meiner Rechten haben wir zum Beispiel einen schicken Scirocco, der hier in den 70er Jahren bei Karmann gebaut worden ist. Das Nachfolgemodell von dem Jahr 1981. Und gleich daneben das Ford-Folgemodell aus dem Jahre 1992. Ein Klassiker aus der damaligen Zeit, auch der 80er Jahre und meiner eigenen Jugend, war der Volkswagen Corrado G60. Ein PS-starkes Coupé, was sich damals auch in der Jugend einer großen Beliebtheit erfreut hat. Direkt daneben das Modell mit dem VR6-Motor, noch ein bisschen schneller. Und ja, dann schauen wir jetzt mal zu den älteren Fahrzeugen rüber. Klassiker, ein VW 1500 Cabrio vom Typ 3, wurde auch hier in Osnabrück gebaut. Direkt daneben ein Karmann Ghia Typ 34 Cabriolet, ist ein Prototyp, ein ganz, ganz seltenes Exemplar. Und hier kommen wir zum Karmann GF Buggy aus den legendären Buggy-Zeiten, die in den USA besonders beliebt gewesen sind. Und wir schauen jetzt gleich mal rüber. Wir stehen jetzt hier vor einem besonderen Unikat, ein Exemplar. Es ist der Prototyp, auf dessen Basis sämtliche Karmann-Modelle gebaut worden sind. Ein wesentlicher Unterschied zu den späteren Serienmodellen, zu denen wir gleich kommen werden, ist, dass hier vorne in der Front keine sogenannten Nasenlöcher zu sehen sind. Und schaut man sich die Flanke an von dem Auto, die Zierleisten laufen in die Kotflügel rein, was es bei den späteren Serienfahrzeugen so auch nicht gegeben hat. Zum Vergleich hier links jetzt das Serienfahrzeug aus dem Jahre 1958 mit den wie eben beschriebenen zwei Nasenlöchern in der Front. Und wenn wir auf die Flanke schauen, sehen wir, dass die Zierleisten nicht direkt in den Kotflügel einlaufen. Das, was wir hier sehen, ist natürlich nur die Spitze vom sprichwörtlichen Eisberg. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass hier noch irgendwo mehr Fahrzeuge untergebracht sind am Standort. Insgesamt sollen es rund 150 sein. Wo diese Fahrzeuge stehen und wie viele es genau sind, diese Frage wird uns jetzt mit Sicherheit gleich Marcel Leifer beantworten können. Er ist der Koordinator dieser Sammlung, den wir jetzt gleich interviewen werden. Kommt mit! Hallo Marcel. Hallo Tim. Das hier ist ja nur ein kleiner Ausblick auf eure ganzen Derivate, die ihr habt. Ich weiß, irgendwo hier an dem Standort stehen noch wesentlich mehr Fahrzeuge. Wie viele habt ihr insgesamt bei euch in der Sammlung? Also insgesamt haben wir 147 Fahrzeuge hier in der Automobilsammlung in Osnabrück. Wir haben natürlich noch zwei andere Räumlichkeiten. Hier haben wir zum größten Teil Konzernfahrzeuge stehen, weil wir diese Halle auch als interne Eventhalle benutzen. Okay. Nun stehen wir hier an einem wunderschönen grünen Käfer Cabriolet. Ja. Das ist ja hier in Osnabrück damals noch unter Karmann-Ägide gebaut worden. Genau. Genauso wie heute jetzt der aktuelle T-Roc hier, das Cabriolet gefertigt wird. Worin liegt die genaue Cabrio-Kompetenz? Also Karmann hat natürlich hier am Standort seit 1901 schon eine Produktion und dadurch haben wir natürlich auch schon eine ziemlich lange Historie. Angefangen natürlich mit Kutschen für Volkswagen, dann ab 1949 mit dem Käfer Cabrio, bis 1980 dann mit dem Golf 1, dann mit dem Golf 3 Cabrio. Also wir sind da schon ziemlich weit vorne. Wieso gab es vom Golf 2 kein Cabrio? Ja, das könnte verschiedene Hintergründe haben. Also wir gehen mal davon aus, dass die Kosten wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegangen wären mit der Neuentwicklung. Das Golf 1 Cabrio ist ja bis 93 gebaut worden. Dann gab es ja schon den Golf 3 und man hat das Cabrio ja dann erst mit dem Golf 3 Cabrio weitergeführt. Okay. Gibt es ein Lieblingsauto
aus deiner Sammlung? Also wir stehen hier gerade vor einem meiner Lieblingsautos. Bei 147 Autos ist es natürlich ein bisschen schwierig, da ein Lieblingsauto rauszukriegen. Aber das Auto haben wir hier am Standort selbst restauriert. Und da haben wir natürlich viel Arbeit und Energie reingesteckt. Deswegen ist das eins meiner liebsten Fahrzeuge. Okay. Wir werden ja gleich das Vergnügen haben, dieses Fahrzeug auch fahren zu dürfen. Genau. Worauf muss ich besonders achten? Da du ja auch ein bisschen mit Oldtimern unterwegs bist und dich da sehr gut mit auskennst, habe ich bei dir ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass du das gut hinbekommen wirst. Rückwärtsgang ist natürlich ein bisschen anders positioniert und sonst fährt er sich wie ein ganz normales Auto. Prima. Vielen Dank, Marcel. Gerne. Willkommen zurück, wieder mit Driving Times, diesmal on the road. Wunderbar mit einem schönen Golf 1 Cabriolet, Baujahr 1984, aus der Sammlung von Karmann in Osnabrück. Dieses Schmuckstück wurde schick gemacht und wir werden jetzt gleich eine kleine Spritztour mit diesem Auto machen und fürchterlich viel Spaß haben. Also, Gentlemen, start your engines. Also, wir sind immer noch in Osnabrück, genauer gesagt im Umland von Osnabrück. Wir haben hier eine wundervolle Landschaft und natürlich ein wundervolles altes Auto, einen 36 Jahre alten Golf 1, natürlich als Cabrio. Warum Cabrio im Februar? Gute Frage, klasse Antwort. Das T-Roc Cabriolet steht in den Startlöchern, wird Anfang März seine Fahrpräsentation auf Mallorca haben. Wir testen vorab schon mal einen alten Ableger aus der ehemaligen Karmann-Manufaktur, heute Volkswagen Osnabrück. Und ja, natürlich mit Cabrio-Technik von Karmann, unser Golf. Und es geht los und ich liebe antiquiertes Autofahren. Wir haben hier ein schönes, altes Viergang-Schaltgetriebe mit irrsinnig langen Schaltwegen. Das war damals Anfang der 80er Jahre so. Die Jüngeren von euch kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Heute in Zeiten von DSG und Automatikgetriebe. Wunderschön mechanisch, unsere Tachoanzeige, heute auch nur noch elektronisch vorhanden. Unser Golf hat zudem einen Drehzahlmesser, was 1984 schon zur Sonderausstattung gehörte in der Regel, und eine für damalige Verhältnisse avantgardistische Digitaluhr. Ein wunderschönes Beta-Radio von Volkswagen haben wir hier auch. Die Musik lassen wir jetzt aufgrund unserer Moderation aus. Die abgespeckte Variante wäre das Alpha-Radio gewesen und die richtig coolen Jungs früher hatten das Gamma-Radio, was natürlich etwas moderner war. Wir fahren los mit unseren sagenhaften 55 kW und 75 PS. Aber so ein altes Auto macht einfach Spaß, denn es ist noch richtiges Autofahren. Einmal schön um die Kurve. Die Sportlichen unter euch würden es lieben. Das Auto hat keine Servolenkung, das heißt, Arbeiten am Lenkrad erfordert noch richtig Muskelkraft, aber gehört beim Oldtimer-Fahren. Das Auto ist mit über 30 Jahren Alter nun ein Oldtimer. Macht einfach Spaß. Einmal rechts abbiegen. Ganz schön zugig. Wollen nur mal hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen. Und wir werden gleich die gleiche Strecke noch einmal zurückfahren, denn die Klassikabteilung von Volkswagen hat noch zwei weitere Oldtimer heute auf die Straße geschickt. Zum einen ein wundervolles froschgrünes Käfer-Cabriolet und den Dakar Iltis von 1980. Es ist ein Geländewagen, den man im Prinzip als Vorreiter des erfolgreichen Volkswagen Race Touareg sehen kann, der mehrfach auf der Dakar Rally gewonnen hat. Denn der Iltis von 1980 war das Siegesfahrzeug von Freddy Kotolinski, der seinerzeit 1980 auf der Rally Paris-Dakar den ersten Gesamtrang eingefahren hat. Nun aber wieder zurück zu unserem Golf. Ich bleibe dabei, das Schaltgetriebe ist einfach ein Genuss.
Und ja, jetzt werde ich mich erstmal ein wenig amüsieren. So, wie vorhin schon angekündigt, als wir mit dem wunderschönen Golf unterwegs waren, hier steht sie, die Replik des Dakar-Siegerfahrzeuges von 1980 von Freddy Kotulinski und Rainer Löffelmann. Und natürlich haben wir hier auch wieder Fragen und dazu steht uns erneut Marcel Leifer zur Seite. Marcel, darf ich dich kurz bitten, erzähl uns eine kleine Geschichte zu diesem wunderschönen... Ja, wir stehen vor einem VW Iltis, das ist ein Replika-Fahrzeug von 1980. Das ist ein Fahrzeug, womit Herr Kotulinski den ersten Platz bzw. Sieger auf der Rallye Dakar gewesen ist. Das ist ein Fahrzeug, das hat 1,7 Liter Hubraum, 75 PS. Wir haben Rennsitze verbaut mit 4-Punkt-Gurten. Überrollbügel mussten wir nicht verbauen, da das ein ehemaliges Bundeswehrfahrzeug war. Also wie gesagt, das ist ein Replika, den wir dann auch auf öffentlicher Straße einsetzen und auch auf Oldtimer-Rallyes bewegen. So, wir sitzen jetzt in dem Dakar-Iltis, in der Replik. Wie Marcel schon angedeutet hat, brutal zu fahren ist das Auto, weil es unheimlich wankt wie Omas Wheelchair bzw. Schaukelstuhl. In Kurven muss man ein bisschen aufpassen mit dem Auto. Ich hatte 5 Tage lang das Vergnügen, die Rallye Creme 21 mit dem Auto zu bestreiten. Und der Schaltknauf ist relativ filigran und manchmal auch schwierig zu bewegen. Die Schaltwege sind ein bisschen anders als im normalen Pkw-Fahrzeug oder dem schönen Golf, den wir eben hatten. Und wie gesagt, mit den dünnen Bereifungen, die das Auto hat, sollte man auch auf regennasser Fahrbahn einfach ein wenig vorsichtiger unterwegs sein, auch wenn es ein Rallye-Einsatz ist. Und mal sehen, wie sich das jetzt wieder anfühlt. Wir werden gleich eine Runde fahren. Ein wundervolles Fahrzeug, auch nachdem ich Jahre mit diesem Auto nicht gefahren bin. Es macht immer wieder Spaß, wird nie langweilig, es rappelt, es quietscht, es rumpelt. Es ist eben ein richtiger Geländewagen und funktioniert als Rallye-Fahrzeug. Sind zwar nur 75 PS, dennoch zieht der gute Iltis ganz schön durch. Auf jeden Fall ein abgefahrener Sound. Gut, dass wir wissen, dass hier keine Blitzer stehen. So können wir das Auto schön sportlich bewegen. Artgerecht in seinem Element. Schön Kurve anbremsen, einmal rum durch den Dreck. Jetzt kriegt er auch seine Rallye-Patina aufgrund der schönen matschigen Kurven. Was muss der Kotulinski in den 1980 für einen Spaß gehabt haben mit diesem Auto? Und da steht er. So. Manchmal liebe ich einfach meinen Job. Es ist geil. So, jetzt sind wir mit einem wunderbaren 1979er Käfer unterwegs. Auch aus der Sammlung von Karmann in Osnabrück. Allerdings ist es kein alltäglicher oder gewöhnlicher Käfer, es ist ein US-Modell aus Amerika. Zunächst zu erkennen, wenn man vor dem Auto steht, an den etwas größeren Blinkern auf den Kotflügeln vorne links und rechts. Und wenn man dann hinter dem Steuerplatz genommen hat, sieht man auch auf der Tachoanzeige, handelt es sich um Meilenangaben und nicht um km/h. Ansonsten hat man den vertrauten Sound des 4-Zylinder Boxermotors mit dem charakteristischen Rasseln. Ja, und auch schon wieder Golf und auch der Iltis macht dieses Auto unheimlich viel Spaß.
der knallgrünen Farbe, ich sag mal froschgrün, fällt das Auto natürlich unheimlich auf im Straßenverkehr und auch auf Klassik-Rallys. Erfreuen sich Käfer immer größte Beliebtheit. Standardspruch des Publikums am Straßenrand, so einen hatte ich auch mal. Und jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Wir müssen zusehen, dass wir schnell zurück nach Osnabrück zur Sammlung kommen, damit das gute Stück nicht genau anfängt zu rosten. Wie auch in den anderen Klassikern haben wir hier keine Servolenkung. Das heißt, es ist wieder normale Körperkraft gefragt, was dann auch insbesondere beim sportlichen Fahren manchmal eine schweißtreibende Angelegenheit werden kann. Aber die Puristen unter uns, die gerne Oldtimer fahren und auch an Klassik-Rallys teilnehmen, lieben genauso etwas. Ja, zurück aus Osnabrück. Leider finden auch schöne Tage irgendwann ihr Ende, so wie unser heutiger Ausflug zur Karmann-Sammlung. Auf jeden Fall hatten wir unheimlich viel Freude mit den alten Schätzen und hoffen, dass auch bei euch die Vorfreude steigt auf das neue Juwel aus der Cabrio-Kompetenzschmiede in Osnabrück. Aktuell ist dort das T-Roc Cabriolet im Produktionsanlauf und wir dürfen in den kommenden Wochen auf Mallorca die ersten Kilometer mit diesem Auto unter die Räder nehmen. Bis dahin, bleibt uns gewogen und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Thumbs up. Und natürlich freuen wir uns auch riesig über jeden neuen Abonnenten unseres Kanals. In diesem Sinne, auf hoffentlich recht bald, euer Team von Driving Times.